Willkommen, verehrtes Publikum. Setzen Sie sich, machen Sie es sich bequem vor Ihrem Rechnograph. Gleich ist es soweit. Sehen und staunen Sie heute mit mir, Chris Moore. Werte Damen und Herren, nach einer Erzählung von Focus Home Interactive und Compulsion möchte ich Ihnen heute berichten von Diddys und Dawns fantastischer Reise in einer Welt voller Schatten und Licht. Ich wünsche Ihnen viel Spaß, einen fröhlichen Abend und gute Unterhaltung. Film ab für Contrast. Ich spiele diese Geschichte mit euch ganz blind. Also ich habe keine Ahnung, was kommt. Ich habe nur die Steuerung eingestellt. Ich steuere nämlich heute mit Gamepad, damit das hier alles noch ein bisschen mehr Atmosphäre hat. Ja, da sind wir. Schauen wir uns mal um. Zum Anzeigen der Sammelobjekte R drücken. Mama, ich, Papa und Dawn. Diddys Bild von ihrer Familie. Was ist das denn für eine Schattengestalt da? Naja, mal sehen. Oh, okay, Entschuldigung. Jetzt ist die Musik aus. Oh, jetzt. Schalten wir sie wieder ein. War eine schöne Musik. Ja, wo sind wir hier eigentlich? Wir sind anscheinend in einem Kinderzimmer. Sehr fantastisch, also sehr schön mit den Sternchen. Wir mögen es wohl irgendwie. Wir interessieren uns wohl für Zauber und für ein Café. Vielleicht auch für Theater. Aber die sich überspielen von mir haben, wissen das vielleicht anscheinend schon ein bisschen. Ist ein Clown. Und da eine Gestalt auf dem Mond und ein merkwürdiger Vogel mit einer Maske. Alles sehr zauberhaft. Da ist nochmal das Bild. Und Diddys Escape-Plan. Go Outwind. Ah ja, also raus aus dem Turm und auf irgendeinen Wagen geht es da. Da ist eine Katze. Harriet heißt die wohl. Eine Kommode mit einem Zylinder und einem ziemlich angemalten Gesicht. Ja, da sind wir wohl. Ich glaube, wir sind gerade schon Dawn. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich glaube, das hier jetzt. Oh. It's time for bed, Dee Dee. Go hop in bed. I'll be right in to tuck you in. Das ist Diddy. Good night, Daddy. Und dann. What are you doing here? Huch. My mommy's coming. You better hide, or she's gonna catch you. Okay, sweetie. Night, night. What are you looking at? I don't think she can see you. Now promise me you'll be a good girl while I'm out singing. I promise. No sneaking out this time. I'll get in trouble. I promise. That's my good girl. Mommy, is Daddy ever coming back? I don't know, honey. Maybe someday when he's ready. But don't you worry. Mommy always comes back. I'll be home before you even wake up. Get some nice sleep. Okay, she's gone. She's gonna sing at the Ghost Note tonight. It's the most beautiful cabaret. Also doch Theater. Come on, we'll miss her show. Triff dich mit Diddy auf dem Dach. Okay. Das ist also Diddy. Jetzt kennen wir die Hauptprotagonisten. Und ich lerne jetzt springen. So. Somebody moved the ash cart. Oh, und das war's mit dem Plan. Look. I know. You could go down there and move the ash cart. And I could jump down. I'll play here.
So you can go over there and be a shadow person. Neue Fähigkeit bei einer beleuchteten Fläche zum Wechseln. Okay, mal sehen, ob das so funktioniert. Wow. Sieht total cool aus. Kann man springen? Yay. So, und jetzt? Ah. Wow, I wish I could do that. Could you teach me how to do that? Na, das weiß ich nicht. Huch. Oh. Okay, now move the Ashcart to where I can jump into it. Tu mal das. Huch, was denn jetzt? Oh, wir dürfen die ganz, naja, ganz frei bewegen. Nicht, aber das macht ja nichts. Haben wir sie jetzt zu weit gestellt? Nein. Ah ja. I wonder who moved it. Do you think it was Mommy? She got really mad at me the last time I snuck out. Where did you go for so long? I haven't seen you in 3 weeks. I really wish you had been at my birthday. Daddy missed my birthday. Hm, sie vermisst ihren Daddy wohl sehr. Now we go this way. Follow me. Ob er im Krieg war? Er ist bestimmt tot. Und wo waren wir? Oh, I think you're too big. I think that goes all the way through to the other street. If I move this cart, you could walk up to Shadow, couldn't you? Genial. Schick, schick. Kann man hier noch irgendwas finden? Also es gibt wohl so ein paar Kleinigkeiten zu finden, zum Sammeln. Come on, we're gonna be late for the show. Oh, okay, ja. Ich suche ja schon. Ah, da. Ich glaube, wir müssen hier in den Schatten. Zack. Was passiert eigentlich hier so? Oh. Ah ja. Come on, we're gonna be late for the show. Juhu. Und nur? Zum Wechsel. Was? Ah, und zum Wechsel im Sprung. Aha. Man kann also. Moment, springen. Ah ja, so. Ah ja. Action-Szene. See you at the ghost note. Ghost Note. Die Mutter war aber auch komisch. Die sah wie ein Geist aus oder so etwas ähnliches. Einfach wie ein Abbild von einem Geist. Wer lebt hier und was ist das für eine Fantasie? Ich denke mal von dem kleinen Kind. Oh, was ist das? Eine von 10 Lichtkugeln. Okay, das sind wohl die Bonusobjekte, die man so sammeln kann. Malerisch, echt malerisch. Ich freue mich ja schon auf jede Menge Rätsel. Ich mag es ja, wenn das so Steampunk angehaucht ist. Es gibt ja nicht so viel davon. Ich weiß nicht. Erster Akt, die unsichtbare Freundin. Ah ja. Triff dich mit Didi beim Ghost Note. Bei einer beleuchteten Fläche zum Wechseln. Achso, ja klar. Oh, hier haben wir eine beleuchtete. Oh, schaut mal. Ein Zackenrad? Genau, das meine ich. Also, ich weiß nicht, ob ihr Steampunk kennt. Das ist, viktorianische Zeit. Ich glaube, 1920 oder sowas spielt das hier. Und, verbunden mit, oh, Moment, ich kann das nicht. Das ist jetzt echt gerade cool. Wow. Wow, was? Oh, ich glaube, wir haben was verpasst. Ups. Man wird auch noch zerquetscht. Ja, also Steampunk ist halt viktorianische Kunst oder Stil verbunden mit mit alten mechanischen Elementen oder überhaupt analoge Elemente.
Und dazu gilt ganz groß Zackenräder und Dampfmaschinen und sowas. So, können wir hier wieder rein? Nee, wir können hier nicht. Können hier nicht wieder in Schatten. Oder doch? Kommen wir da irgendwie weiter? Nö, sieht nicht so aus. Können wir hier einfach wieder runter. Zack. Herrlich. Coole Sache. Ja, und oft spielt dann bei diesem Steampunk auch noch ein bisschen Magie mit. Kommen wir da noch lang? Naja, ich glaube, das hat nichts mehr zu sagen. Ja, und das finde ich eigentlich total geil. Und also was halt auch noch ist, jetzt erzähle ich schon wieder so viel. Steampunk ist auch, dass halt die Technologie offen liegt, diese ganzen Zackenräder-Kram. Es wird halt dem Ganzen etwas Romantisches zugeschrieben. So, okay. Wir haben ein neues Sammelobjekt. Oh. Sinclair Daily Post. Zeitungsartikel: Carmine Bruni zum zweiten Mal von Mordvorwürfen freigestellt. Oh, soll ich das jetzt alles vorlesen? Ich glaube, die Überschrift, das sagt uns schon genug. Wer ist die Frage, wer ist jetzt Carmine? Pompeii, hey! Mit der Kamera muss ich mich noch ein bisschen sehen, wie das geht. Goldmine. Oh. Es geht weiter. Mann, ist sie schnell. I want to be a dancer when I grow up. Or an acrobat, like you. Did you always want to be an acrobat? Das weiß ich nicht. You're so good. Weiß ich nicht. You should be in the circus. Gibt's hier noch was? Too bad nobody can see you. Ja, ne? Come on, let's go in. Ghost Note. Cation. Kommen wir da rein. Nee, sieht erstmal nicht so aus. Aber da oben ist ein Geländer. Gucken wir mal. Können wir da irgendwie rankommen? Ich sehe jetzt leider auch keine Lichter. Hey, was ist das denn? Ein Grammophon. That's my good girl. Das haben wir eben schon gehört. Aha. I'll be home before you even wake up. Get some nice sleep. Okay. Verdammt, ich will dahin. Das ist nur so ein Sammelobjekt. Ach du Heilige. Ups. Ah, wir haben Ernährungsschaft freigeschaltet. Hey. Super. Cinema. Das Kabarett, ja, ja, achso. Weiter geht unsere Erinnerung wohl nicht. Komische Welt. Total surreal, gefällt mir auch übelst. Live. Aha. Ja. Da oben ist noch eins. Aber wie macht man das mit den Lichtern? Ich weiß es nicht. Wir wissen noch nicht genug, habe ich das Gefühl. Vielleicht kommen wir ja noch woanders hin. Da hinten sind mehr Lichter. Naja, egal, wir gehen jetzt weiter. Ich will euch jetzt nicht mit Sammeln hier aufhalten. Schauen wir mal. Gehen wir also hinein. Huch, wo ist sie denn, die Kleine? Da. Wanna put on some lights? I promise you'll like the view. Schalte die Scheinwerfer ein. Huch. Tak, tak, tak. Come on, sugar. Help a girl out here. We can't play in the dark. Nee, wir wollten ja auch nicht hier im Dunkeln spielen. Ich habe es mir natürlich ein bisschen romantisch gemacht, mit Kerzen auf dem Schreibtisch und damit das zur Stimmung passt.
Zum Ausrichten eines Scheinwerfers. Okay. Naja. Richte den Scheinwerfer auf die Band aus. Come on, Sugar. Ah. Help a girl out here. Also ein. We can't play in the dark. Ja, ich weiß doch. Eine Dame? Echt hübsch. Ah, da haben wir einen Saxophonisten, einen, glaube ich. Huch. Da ist er. Hey, one's on the Verdammt. Hey, Sparky. Could you do something about that one too? It's really messing with our rhythm. Das ist doof. Schauen wir mal, ob wir da irgendwas tun können. Da ist ein Schatten. Ups. Ah, verdammt, ich die Steuerung, ich weiß, Oh, ouch, das geht nicht gut. Und hier drüben? Ah. Muss man sich erstmal dran gewöhnen. Neue Fähigkeiten zum Einsetzen der Lichtkugeln. Aha, man kann Lichtkugeln einsetzen. Was ist das denn? Nachricht des Jugendamtes. Vernachlässigung des der Aufsichtspflicht. B. Dorothy Malenkaya. Mhm. Okay. Wir haben wohl unseren Frieden. Lichtkugeln. Ach so. Das ist also ein Apparat, wo wir Lichtkugeln reintun müssen. Richtig Scheinwerfer auf die Band aus. Natürlich. So, das wäre die ganze Band. Hey. Meine Damen und Herren, hier ist Mutti. Vamp for me, Charlie, would ya? Nanu? Lausche Cat, okay. Cat ist dann wohl Mutti.